Hi Leute! Willkommen zur ersten routinierten Runde, sage ich mal, von Let's Retro The Elder Scrolls 3 Morrowind. Routiniert deshalb, weil das war ja jetzt die letzte Aufnahme war ja die allererste und ab jetzt nehmen wir immer wieder neu auf. Wir haben jetzt keinen Anfang mehr, sondern können immer wieder neu weitermachen. Allerdings habe ich beim letzten Mal gemerkt, dass der Ton zu laut war. Und zwar nicht nur irgendwas, sondern nahezu alles war zu laut. Also habe ich den Ton jetzt einfach, die Gesamtlautstärke einfach mal ein bisschen runter. Und ich hoffe, also für mich hat es natürlich perfekt gepasst, aber in der Aufnahme war es leider zu laut. Man hat mich nicht so genau gehört. So. Beim letzten Mal haben wir uns, glaube ich, den Leuchtturm angesehen. Und ich weiß nicht mehr, wo genau wir noch waren. Ich glaube, hier hatten wir alles, aber wir sind noch nicht darüber gegangen. Aber sonst hatten wir hier schon alles. Und ich glaube, als nächstes wollte ich hier unten mich umsehen. Meine Zeit ist kostbar. Oh. Fasst euch also kurz. Ich weiß nicht mehr, wie ich rede. Ah, letzter. Ihr seid neu in Seidonin, oder? Ich bin Teleri Helvi. Sicherlich habt ihr Fragen. Fragt nur, ich habe viel Zeit. Ich bin Teleri Helvi, Bürgerlicher. Okay. Es gibt hier nicht viel. Das kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Das kennen wir auch schon. Wir kennen fast alles. Oh, das kennen wir noch nicht. Haltet euch von den Schlammkrabben fern. Sumpffieber. Oder tretet dem Tribunalstempel bei. Neuzugänge erhalten in den Schreinen kostenlose Mittel gegen Krankheit. Okay. Das kennen wir. Jo. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Okay. Haben wir alles schon gelesen? Das kennen wir noch nicht. Kauft bei Händlern, die euch gut gesinnt sind. Bei denen bekommt ihr bessere Preise. Angehörige eurer eigenen Gruppierungen mögen euch normalerweise am meisten. Wenn ihr ein Verbrechen begangen habt, solltet ihr die Strafe zahlen, anstatt die Haft abzusitzen. Vielleicht glaubt ihr, so ein paar Frontdienste sind kein schlechtes Geschäft. Aber während ihr Steine für das Kaiserreich klopft, verlernt ihr allmählich eure wichtigen Fertigkeiten. Und es dauert lange, bis ihr das wieder aufgeholt habt. Ja. Okay. Sprecht zu mir. Was? Kann ich euch helfen? Ich bin ja... Na, mittlerweile haben wir fast alle, kennen wir fast alles. Wenn ihr ins Hinterland aufbrecht, solltet ihr stets einige Tränke für Lebensenergie, Ausdauer, gegen Krankheit und zum Pestheilen mitnehmen. Na gut, ich werde daran denken. So, hier könnten wir rein, wenn wir Schlossknacken hätten. Was ist denn nochmal unsere Fertigkeit hier? Turmschlüssel, öffne 50 Punkte auf Berührung. Oh, geil.
Willkommen in den Seydalin, Fremder. Gibt es einen bestimmten Ort, nach dem ihr sucht? Nein. Haben wir alles schon gelesen? Okay. Oh, da können wir rein. Von anderen gerufen, wieder Fragen stellt. Cool. Die Lampe gefällt mir. Okay, reden wir mit dem mal. Also, Winder, ihr seid neu in Seydalin und möchtet ein bisschen Hilfe, um euch hier zurechtzufinden. Gute Idee. Sprecht weiter. Fragt frei heraus. Möchtet ihr wissen, welche Dienste der Ort zu bieten hat? Sucht ihr einen bestimmten Ort? Sucht ihr jemanden bestimmten? Oder braucht ihr nur einen kurzen Ratschlag? Was immer es auch sein mag, ich helfe euch gern. Aber das kennen wir auch schon alles. Den hatten wir aber erst einmal. Okay. Aber den hatten wir auch schon. Wisst ihr was? Wir könnten mal überzeugen, ein bisschen üben. Ja. Wundern vielleicht? Oh. Okay, lassen wir. Sprech. Oh, ich habe gerade herausgefunden, wie wir dauerhaft laufen können. Mit der Feststelltaste. Vorhin Gilnit. Oh, ein Buch. Ein Tanz im Feuer. Durch Lesen dieses Buchs habt ihr neues Wissen gewonnen. Eure Fertigkeit Falschen hat sich auf 6 Punkte verbessert. Geil! Ein Tanz im Feuer. Kapitel 6 von Vaughan Yard. Decumus Sogati setzte sich und lauschte Liores Jurus Worten. Der Buchhalter konnte kaum glauben, wie fett sein ehemaliger Kollege bei Fürst Atrius Baukommission geworden war. Das bekannte Aroma gerösteten Fleischs auf dem Teller vor ihm verflog. Alle anderen Geräusche und Formen in Pretala verschwanden um ihn herum, als existiere nichts anderes außer Jurus massiver Gestalt. Scotty sah sich selbst nicht als emotional, aber der Anblick des Mannes, dessen schlecht geschriebene Briefe ihm im Eisherbst den Weg aus der Kaiserstadt gewiesen hatten, bewegte ihn doch. »Wo seid ihr gewesen?«, fragte Jurus noch einmal. »Ich hatte euch gebeten, mich vor 2 Wochen in Falinesti zu treffen.« »Ich war vor 3 Wochen dort«, stammelte Scotty, zu überrascht, um verärgert zu sein. »Ich hatte eure Nachricht bekommen, euch in Atai zu treffen, also ging ich dorthin, aber die Khajiit hatten den Ort in Schutt und Asche gelegt. Irgendwie habe ich die Flüchtlinge in einem anderen Dorf getroffen und jemand dort erzählte mir, dass man euch getötet hätte.« »Und das habt ihr sofort geglaubt?«, schnaubte Jurus. »Der Bursche schien sehr gut über euch informiert zu sein. Er war ein Angestellter von Fürst Warnecks Baukommission namens Reglius und er sagte, dass ihr ihm ebenfalls empfohlen hattet, nach Fahlenwald zu kommen, um vom Krieg zu profitieren.« »Oh, ja«, sagte Jurus, nachdem er kurz überlegt hatte. »Jetzt erinnere mich an den Namen. Nun, es ist gut für das Geschäft, 2 Vertreter der kaiserlichen Baukommission hier zu haben. Wir müssen bloß alle unsere Angebote koordinieren und alles sollte gut werden.« »Reglius ist tot«, sagte Scotty, »aber ich habe seine Verträge von Fürst Warnecks Kommission.« »Umso besser«, stieß Jurus beeindruckt vor. »Ich wusste gar nicht, dass ihr so ein gnadenloser Konkurrent seid, Decumus Scotty.« »Ja, das könnte unsere Position beim Silvernar eindeutig verbessern.« »Habe ich euch Bast hier schon vorgestellt?« Scotty war sich der Anwesenheit des Bossmeers nur undeutlich bewusst, was erstaunlich war, wenn man in Betracht zog, dass der Umfang des Bossmeers dem seines Tischgenossen beinahe gleichkam. Der Buchhalter nickte Bast kühl zu, immer noch betäubt und verwirrt. Er hatte noch nicht vergessen, dass er vor nur einer Stunde noch vorgehabt hatte, den Silvernar um sicheres Geleit zurück nach Cyrodiil zu ersuchen. Der Gedanke, letztlich doch noch Geschäfte mit Jurus zu machen, vom Krieg Walenwalds gegen Elsweyr und nun dem zweiten gegen die Insel Somerset zu profitieren, kam ihm wie etwas vor, das jemandem anderen passierte. »Euer Kollege und ich sprachen gerade über den Silvernar«, sagte Bast
und legte die Hammelkeule nieder, an der er genagt hatte. Ich nehme nicht an, dass ihr schon von seiner Natur gehört habt. Ein wenig, aber nichts Genaues. Ich habe den Eindruck erhalten, dass er sehr wichtig und sehr eigenartig ist. Er ist der Vertreter seines Volkes, rechtlich, körperlich und emotional, erklärte Joris, ein wenig verärgert über den Mangel an Allgemeinwissen, den sein neuer Partner offenbarte. Wenn sie gesund sind, ist er es auch. Wenn sie hauptsächlich weiblich sind, ist er es auch. Wenn sie nach Nahrung schreien oder nach Handel oder weniger fremdländische Einflüsse haben wollen, fühlt er dasselbe und macht entsprechende Gesetze. Auf gewisse Weise ist er ein Despot, aber er ist ein Despot des Volkes. Das hört sich, sagte Scotty nach dem passenden Ausdruck suchend, wie völliger Unsinn an. Vielleicht ist es das, sagte Bast mit einem Achselzucken. Aber als Stimme des Volkes hat er viele Rechte, einschließlich der Bewilligung ausländischer Bau- und Handelsverträge. Es ist nicht wichtig, dass ihr uns glaubt. Stellt euch den Silvaner einfach als einen eurer wahnsinnigen Herrscher vor, wie beispielsweise Pelagius. Das Problem, vor dem wir stehen, liegt darin, dass Silvaner aufgrund der Tatsache, dass Walenwald von allen Seiten angegriffen wird, Fremdländern zurzeit mit Misstrauen und Furcht begegnet. Die einzige Hoffnung seines Volkes und damit des Silvaner selbst ist, dass der Kaiser eingreifen und den Krieg beenden wird. Wird er das? Fragte Scotty. Ihr wisst genauso gut wie wir, dass der Kaiser in der letzten Zeit nicht er selbst gewesen ist. Jurus griff sich Regilius Tasche und holte die leeren Verträge heraus. Wer weiß, was er als nächstes tun oder nicht tun wird. Und das soll im Augenblick auch nicht unsere Sorge sein. Aber dieser Segen des verblichenen guten Sir Regilius macht unsere Arbeit viel leichter. Sie sprachen bis zum Abend darüber, wie sie vor dem Silvaner auftreten würden. Scotty aß ununterbrochen, aber bei weitem nicht so viel wie Jurus und Bast. Als die Sonne hinter den Hügeln aufging und rötlich durch die kristallenen Wände der Taverne schien, begaben sich Jurus und Bast zu ihren Räumen im Palast, die ihnen als diplomatische Gäste anstatt einer sofortigen Audienz beim Silvaner gewährt worden waren. Scotty ging auf sein Zimmer. Er erwog zunächst, noch etwas aufzubleiben, um über Jurus Pläne nachzudenken und nach möglichen Fehlern zu suchen, aber in diesem Moment, da er das kühle, weiche Bett berührte, schlief er auch schon ein. Am nächsten Nachmittag erwachte Scotty und fühlte sich wieder wie er selbst. Mit anderen Worten, ängstlich. Wochenlang hatte er um sein bloßes Überleben kämpfen müssen. Er war zur völligen Erschöpfung getrieben worden, von zahlreichen Dschungelbestien angegriffen, ausgehungert, beinahe ertrunken und zu Diskussionen über die antike Dichtung der Altmeer gezwungen worden. Das Gespräch, das er mit Jurus und Bast darüber geführt hatte, wie man den Silvaner dahingehend täuschen konnte, dass er die Verträge unterschrieb, war ihm dagegen vollkommen vernünftig erschienen. Scotty legte seine alten, arg mitgenommenen Kleider an und ging nach unten auf die Suche nach etwas zu essen und einem friedlichen Ort zum Nachdenken. »Ihr seid aufgestanden«, rief Bast bei seinem Anblick. »Wir sollten jetzt zum Palast gehen.« »Jetzt?« stöhnte Scotty. »Seht mich an, ich brauche neue Kleider. In diesem Aufzug sollte man noch nicht einmal einer Prostituierten einen Besuch abstatten, geschweige denn der Stimme des Volkes von Walenwald. Ich habe noch nicht einmal gebadet. Ihr müsst von diesem Moment an aufhören, ein Buchhalter zu sein und ein Student des Handels werden«, sagte Leo des Jurus gönnerhaft und führte ihn am Arm nach draußen auf die sonnenbeschienene Straße. Die erste Regel ist zu erkennen, was man dem zukünftigen Kunden gegenüber darstellt und welches Vorgehen sich am besten eignet. Ihr könnt ihn nicht mit opulenter Kleidung und professionellem Gehabe täuschen, mein lieber Junge, und es könnte fatal sein, es zu versuchen. Vertraut mir darin. Neben mir und Bast finden sich noch einige andere Gäste im Palast, und sie alle haben den Fehler gemacht, zu eifrig, zu formell, zu geschäftsmäßig zu sein. Man wird ihnen niemals eine Audienz beim Silvaner gewähren, aber wir haben uns seit der anfänglichen Ablehnung sehr zurückgehalten. Ich habe viel Zeit bei Hofe verbracht, mein Wissen über das Leben in der Kaiserstadt verbreitet, habe meine Ohrläppchen durchstechen lassen, habe Festlichkeiten beigewohnt und alles gegessen und getrunken, was man mir angeboten hat. Ich habe wohl 1 oder 2 Kilo zugenommen. Die Botschaft, die wir übermitteln, ist klar. Es ist in seinem, nicht unserem, besten Interesse, uns zu treffen. Unser Plan hat funktioniert, fügte Bast hinzu, als ich dem Minister mitteilte, dass unsere kaiserliche Repräsentant eingetroffen ist und wir nun endlich bereit seien, uns an diesem Morgen mit dem Silvaner zu treffen.
wies man uns an, euch sofort hinzubringen. Sind wir dann nicht zu spät dran? Fragte Scotty. Sehr, lachte Joris. Aber das ist ein Teil unserer Strategie. Wohlwollendes Desinteresse. Vergesst nicht, dass man den Silberner nicht mit einem gewöhnlichen Herrscher vergleichen kann. Er ist der Geist der einfachen Leute. Wenn man das begriffen hat, wird einem auch klar, wie man ihn manipuliert. Joris verbrachte die letzten Minuten ihres Weges durch die Stadt damit, seine Theorien darüber, was, wie viel und zu welchem Preis Walenwald brauchte, darzulegen. Es waren gewaltige Summen, weitaus mehr Bautätigkeit und viel höhere Kosten als alles, womit Scotty bis jetzt zu tun gehabt hatte. Er hörte aufmerksam zu. Um sie herum offenbarte sich ihnen die Stadt von Silverna. Glas und Blumen, tosende Winde und wunderschöne Verzierungen. Als sie den Palast erreichten, blieb Dezumus Scotty gebannt stehen. Joris schaute ihn kurz an und lachte dann. Ziemlich bizarr, nicht wahr? Das war es. Eine gefrorene, scharlachrote Explosion. Unregelmäßiger Zacken, als ob eine neue Sonne am Himmel erschienen wäre. Eine Blüte von der Größe eines Dorfes, wo Höflinge und Diener nichts stärker ähnelten als Insekten, die darüber liefen und seinen Nektar saugten. Die drei betraten den Palast über eine gebogene, blütenblattähnliche Brücke und gingen durch den Palast mit seinen unregelmäßigen Wänden. Dort, wo die einzelnen Teile nahe beieinander waren oder sich berührten, gab es einen schattigen Saal oder ein kleines Zimmer. Dort, wo sie sich voneinander wegbogen, war ein Innenhof. Es gab nirgendwo Türen, man konnte nicht zum Silverner gelangen, ohne die gesamte Spirale des Palastes zu durchqueren. Versammlungs- und Schlafzimmer, Speisesäle, frühere Würdenträger, Gesellschafterinnen und viele Wachen. Ein interessanter Ort, sagte Bast. Aber es gibt kaum Privatsphäre. Natürlich passt dies dem Silverner sehr gut. Als sie die inneren Korridore erreichten, zwei Stunden, nachdem sie den Palast betreten hatten, wurden sie von Wachen mit Schwertern und Bögen aufgehalten. Wir haben eine Audienz beim Silverner, sagte Joris geduldig. Dies ist Fürst Dekumus Scotty, der Repräsentant des Kaisers. Eine der Wachen verschwand in dem gewundenen Gang und kehrte kurz darauf mit einem großen, stolzen Bossmeer zurück, der mit einem lockeren Gewand aus Patchwork-Leder gekleidet war. Es war der Handelsminister. Der Silverner wünschte, mit Fürst Dekumus Scotty allein zu sprechen. Dies war nicht der Ort für Diskussionen oder Furcht. Daher trat Scotty vor, ohne Joris und Bast überhaupt anzuschauen. Er war sich sicher, dass ihre Masken wohlwollender Gleichgültigkeit trugen. Während Scotty dem Minister ins Audienzzimmer folgte, wiederholte Scotty noch einmal innerlich die Zahlen, die Joris ihm präsentiert hatte. Er zwang sich dazu, den Standpunkt, den er repräsentieren musste, und den Eindruck, den es zu erwecken galt, zu verinnerlichen. Das Audienzzimmer des Silverner war eine gewaltige Kuppel, deren Wände sich vom Boden aus wie eine Schale ausdehnten und sich hoch oben beinahe trafen. Ein dünner Sonnenstrahl strömte durch die Öffnung, beinahe 100 Meter über ihnen, und schien direkt auf den Silverner, der auf einem Wölkchen aus glänzendem grauen Puder stand. Im Gegensatz zu allen Wundern der Stadt und des Palastes sah der Silverner selbst völlig gewöhnlich aus. Ein durchschnittlicher, auf langweilige Weise hübscher, etwas müde aussehender, vollkommen gewöhnlicher Waldelf, wie sie einem in jeder Hauptstadt des Kaiserreiches begegneten. Es war erst, als er vor dem Podest hinuntertrat, dass Scotty etwas Besonderes an seiner Erscheinung bemerkte. Er war sehr klein. Ich musste mit euch allein sprechen, sagte der Silverner mit einer gewöhnlichen und ungeschliffenen Stimme. Kann ich eure Papiere sehen? Scotty reichte ihm die leeren Verträge von Fürst Warnecks Baukommission. Der Silverner studierte sie und fuhr mit seinem Finger über das eingeprägte Siegel des Kaisers, bevor er sie zurückgab. Er erschien plötzlich scheu und blickte zu Boden. Es gab an meinem Hofe viele Betrüger, die bloß einen Profit aus den Kriegen schlagen wollen. Ich dachte, dass ihr und eure Kollegen zu ihnen gehörten. Aber diese Verträge sind echt? Ja, das sind sie, sagte Scotty gelassen. Die gewöhnliche Erscheinung des Silvenars machte es Scotty leicht, zu sprechen, ohne formelle Begrüßung, ohne Ehrerbietung. Genau wie Joris ihn angewiesen hatte. Es erscheint mir am besten, direkt auf die Straßen zu sprechen,
zu kommen, die wiederhergerichtet werden müssen. Und dann auf die Häfen, die von den Altmeeren zerstört wurden. Und dann kann ich euch meine Schätzung darüber abgeben, was der Wiederaufbau und die Neugestaltung der Handelsrouten kosten werden.